Vom Prinzip das ist ganz einfach eine Sache, wo Fleischprodukte, da habe keine Milchprodukte dabei, keine Schweinefleisch und bestimme eine Art von Schlachtet vom Fleisch. Und Basistour, das kann pro-vegan mit Milchprodukte und Fleisch mit vegan, sonst nicht. Also von den Leuten, die ich jetzt gesprochen habe, die schon was gegessen haben, du hast immer noch nicht gegessen, Sammy. Hast immer noch keinen Hunger. So, jetzt warte mal. Ich zwinge ihn jetzt. Warte mal. Jetzt nimmst du mal eine Falafel. Nee? So, ich will jemanden, der mir erzählt, hier. Nimm du mal eine Falafel. Und du erzählst jetzt allen mal, ich will auch probieren, deshalb habe ich dir nicht alles gegeben. Und jetzt erzählst du mal allen, wie es dir schmeckt. Ja, eben eine Werbung gehört für Falafel. Noch ein Moment da. Ich habe eben auch probiert, schmeckt richtig lecker. Du, was habt ihr hier für Wein? Hast du schon mal den probiert? Nee, also die Uhrzeit doch nicht. Vor 19 Uhr kein Alkohol. Aber zwischen 19 und 23 Uhr holst du den ganzen Tag nach. Kanne an, der Rotwein, sehr lecker. Sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Der ist bestimmt hier aus den Weinbergen und da haben sie nur ein falsches Etikett drauf, oder? Erzähl uns mal was über euren Wein und warum ihr heute hier seid. Probieren, Peppi auch noch nicht. Peppi erst ab 19 Uhr, ich warte wahrscheinlich auch noch so lang. Aber alle anderen sind schon mal herzlich eingeladen, das Wein zu probieren. Hast du denn ein Fußballtor schon geschossen, Peppi? Ich bin ja nicht so der Fußballer. Ich auch nicht, aber komm, wir probieren es mal. Wenigstens das Netz müssen wir treffen. Ach, das haben wir schon. So, wo sind die Jungs von Maccabi? Ja, für Maccabi, wir brauchen euch kurz. Peppi will ein Tor schießen. Hallo. Hallo. Ja, die. Was? Was? Ja. So, dann mach ich einen Versuch mal. Auch nicht besser. Also. So, wir brauchen jemanden, der es besser kann. Ja. Jetzt gehen wir mal, Peppi. Wir waren hier drüben, waren wir noch gar nicht. Wir haben hier einmal den Beach-Bereich. Sieht sehr bequem aus. Aber jetzt ist es aber die Zeit, hier rüber zu gehen, zu kombinieren. Liebe Leute, wir haben zum ersten Mal dieses Jahr unseren Foodtruck hier dabei. Von Dominion. Was ist das Besondere an Dominion? Es ist lecker, wie jetzt einige mir schon gesagt haben, und es ist vegan. Wie kommt es, dass ihr heute da seid? Und was habt ihr überhaupt anzubieten? Ja, wir sind eigentlich ganz normal, dass wir hier in der Küche haben. Wir haben einen Laden mit Unikuckwerk. Das ist ein Kulturrestaurant. Bei uns ist alles pflanzlich und verlassen. Ja, und wünsche euch alle schöne Tag noch, Feier und ganze Feier. Danke dir, wir freuen uns riesig, dass ihr da seid. Jetzt gibt es doch mal auf der Gabel einfach so ein Stück Schwein zu probieren. Aber ich will es probieren. Wenn die mir alle erzählen, dass dieses vegane Fleisch so gut ist, dann will ich doch mal sehen, wie das schmeckt. Aber nur eine Gabel. Das ist Unterschied bei uns, weißt du? Ich sehe aus, als mein Hunger ist noch ausgebrochen, du siehst aus, als hätte sie verursacht.
Also, jetzt wo ich selber probiert habe, kann ich nur sagen, absolut lecker, gut gewürzt. Wer Lust hat, entweder auf ein fleischiges Schwarma, kann es grün machen oder ein fast fleischiges. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier bis 19 Uhr. Unser Moderator, der mich schon wieder davon rennt, ist der liebe Peppi. Stadtverordneter, Künstler und einfacher Spitzenjunger Mann. Ja, hast du eben junger Mann gesagt zu mir? Was soll ich sagen? Alter Knacker? Ja, nee, dann nehmen wir eher den jungen Mann, gell? Also, wir freuen uns heute hier zu sein, vor allen Dingen, nachdem wir 2 Jahre nicht mehr hier waren. Und wir danken allen Standbetreibern, dass ihr heute mit dabei sind. Und wir danken euch, die im Verlauf des Tages hier immer wieder sich zu uns gesellen. Es ist uns eine wahre Freude. Und wir danken natürlich, Peppi, du hast es vorher gesagt, der Polizei, die uns hier den Schutz gewährleisten. Danke den Damen und Herren dafür. So. Lassen wir Roma noch ein bisschen einheizen. Ja. Wer tanzen will, ist herzlich dazu eingeladen. Shut up.
meine Damen und Herren, Roman Kupferschmidt und Band. Und danke an alle, die mitgetanzt haben. Ich hoffe, es werden noch mehr. Warum sind wir hier? Wir feiern die Zeit. Hier ist dieses Geburtstag. Hier direkt in Frankfurt auf der Hauptwache. Sein viel missverstandenes Land. Heute feiern wir das Land. Wir feiern die Innovation, wir feiern Frieden. Wir feiern Zusammenhalt, Gemeinsamkeiten. Wir feiern Freundschaft. Darum geht es heute. Und wir danken allen, die hier in der Stadt sind, um einzukaufen, die extra für den Israel-Tag gekommen sind. Für ein buntes Fest. Genießen Sie die Kleinigkeit zu essen, zu trinken oder einfach nur die Musik oder was unsere vier Stände auch noch anzubieten haben. Wir nehmen den Foodtruck auf der linken Seite, 101% Koscher hier in der Mitte und auf dieser Seite leckeren Kaffee und Kuchen, unter anderem von der Nobisserie. Viel Spaß noch, wir sind bis 19 Uhr heute hier auf der Hauptbahn.